Hey ho, liebe Leute, und herzlich willkommen zu Minecraft mit Patty und Matze. Der ist auch dabei. Beide haben einen YouTube-Kanal. Guckt da gerne vorbei. Ja, also der eine heißt Patman85, aber Patman, also Patman geschrieben mit Doppel-N und zusammen, ja. Und dann gibt es noch Aikovic und den gibt es auch noch. Wenn ihr zu faul seid, es einzugeben, guckt einfach bei der Liste, die wir abonniert haben. Dann, oh, Patman, das ist aber echt schwer zu sehen jetzt, ne? Du kannst ja auch nicht. Ja. Tut mir leid, wenn ich Ihren Namen nicht richtig ausspreche. Ja, gut, aber verlinken macht dann aber auch ein bisschen Arbeit. Ne? Ja, guckt einfach in die Beschreibung. Ich werd's schon schaffen. Lol, der hat eine Goldrüstung sogar schon. Lol. Ich glaube, da hat er die da weggenommen, ja. Die Goldrüstung ist dann. Oh, der hat noch ein Eisen. Ein Eisenhelm. Ah ja. Ein Lederhelm für mich. Das nehme ich mir mal auf. Ja, eigentlich wollte ich noch. Aus schwarze Farbe habt ihr nicht mehr, ne? Dann muss ich Tintenfische gehen, ne? Tintenfische farmen. Okay, dann, was wolltest du jetzt noch für eine Vorbereitung machen? Dir fällt bestimmt jetzt eine Trophäe ein. Ich weiß es gerade nicht. Aber sind. Ja, Unterwasser-Zombies sind auch an, stimmt. Muss ja. Ich kann nicht so lange atmen. Hey, ein Schildkrötenhelm kriege ich auch noch eine Auszeichnung für. Doch. Tue ich. Wenn ich länger als 2 Minuten unter Wasser bin. Das geht ja nur mit dem Schildkrötenhelm. Theoretisch. Ja, es geht auch mit. Akquisator, ja. Da gibt es auch eine Auszeichnung für den Akquisator. Bei Wine Akquisator gibt es auch. Weiß ich nicht. Vielleicht sind die alle verscheucht. Keine Ahnung. Da welche? Ne, hier sind auch keine. Theoretischer Fall. Ich glaube, wir sind hier nicht im Meer, oder? Wir sind hier nur im See. Kann es sein? Wir müssen da hinten. Lol, du gehst einfach bei mir durchs Wasser. Ja, ich versuche mich vor ihm zu hüten. Geh doch hoch! Oh, die haben schon wieder die Steuerung verbuggt im See, im Wasser. Oh, ein Faden. Ja, moin. Das ist das Meer, ja. Da müssten aber welche drin sein, eigentlich. Theoretisch. Müssten da welche drin sein. Ich gehe mal immer runter und gucke immer, was ich so sehe. Ich tauche aber nur über Wasser. Also ich schwimme eigentlich nur.
Weil Unterwassertauchen ist blöd, weil die Störung so blöd ist aktuell. Aber bei dir geht heute eigentlich mit Internetverbindung, ne? Oh, der Delfin mag dich. Mich nicht. Doch, jetzt mag er mich. Ja, ich weiß. Dann kriegt er nämlich. Dann führt er mich eigentlich zur Ruine. Ja, ich weiß, auftauchen. Dann führt er mich zu einer Ruine. Kann der Tintenfisch mal bitte. Ja, genau. Bleib mal hier. Bleib mal hier. Der Tintenfisch soll mal hier bleiben. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Hier. Nimm ihn. Nimm ihn. Hallo. Fisch, nimm ihn. Hallo. Digga, die Unterwasser-Zombies kommen. Fisch, nimm ihn doch bitte. Schwimm doch nicht zu den hinten, Mann. Hier, nimm ihn bitte. Nimm ihn. Bitte. Bleib doch mal stehen jetzt. Gib ihm. Ja, hab ich ihm gegeben. Yes. Das weiß ich schon, denn er zeigt mir eigentlich eine Ruine. Das habe ich mal im Kreativmodus ausprobiert. Aber nur so aus Zufall. Ich dachte so zuerst, ich habe es so im Ladescreen gesehen. Hä? Man kann Tintenfischen irgendwas zu essen geben? Wo bist du? Tintenfischen, sag ich schon. Delfin. Lol. Tintenfischen. Nein, aber man kann Delfinen was zu essen geben und dann. Ja, aber roher Dings, Kaviar, glaube ich, nur. Komm hier, der ist richtig wild. Der ist richtig wild. Jetzt hat er sich wieder abgeregt. Der wollte einfach nur. Wo bist du eigentlich hingegangen? Das habe ich gar nicht gesehen. Na, egal. Ich guck mal hier nach Tintenfischen. Das eins. Ich habe einen bei mir. Einen habe ich bei mir. Da sind zwei. Hier bei mir sind zwei. Okay. Sind auch Zombies hier? Nee, ne? Eingesammelt. Yes, eingesammelt. Ich habe jetzt schon. Vier habe ich schon. Ich glaube, man braucht über 16, oder? Oder über 10 braucht man, glaube ich, oder so. Yeah. Hier ist ein Boot, hier ist ein Haus am See, okay. Ich bin ein bisschen weit entfernt von allem, glaube ich. Nee, ich bin schon noch in der Nähe. Da bist du hinten, da hinten bist du, Pimmen. Ich sehe dich. Wir haben uns gefunden, endlich. Wie viele, was hattest du jetzt noch an Tintenfisch-Dings gehabt? Noch keinen? Oh, ich habe vier. Ja, wir können einmal gucken gehen. Wir müssen eh zum Haus wieder zurück, weil es wird Nacht. Oha, hier geht's aber tief runter. Deswegen ja, hier geht's tief runter, deswegen sag ich ja. Was? Es ist sehr informativ, das Spiel, also. Also ich meine jetzt von den Trophäen her. Dort?
Mit L2 oder was? Wie oft? Ich habe 2 jetzt mal reingemacht. Hä, ja. Ich dachte, das geht am Dings. Am Dings geht es doch auch hier am Crafting Table. Okay, gut. Am Crafting Table geht es doch aber auch. Danke. Ach so, ja, oh, jetzt habe ich mich verdrückt. Ui. Schon wieder verdrückt. Warte. So, und das letzte geht auch. Jetzt einmal anprobieren. Ah, ich habe auch eine Trophäe bekommen. Oh, das sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus, ne? Danke. Ich dachte, es geht auch am Crafting Table, deswegen. Ja, von der PS3-Version noch. Kenne ich das noch. Achso, ja, weil wir auf einer neuen Version sind, deswegen geht es nicht mehr. Aber ich glaube, du kannst auch einfach. Ich glaube, man kann auch ganz normal einfach was ins Crafting-Feld packen. Und dann könnte zumindest so sein. Aber nee, will ich jetzt nicht probieren. Achso, ja, du musst nach den Dorfbewohnern Dingens geben. Sonst, ja, ich. Ja, ich komme mit sonst. Ich nehme auch was ab. Auch eine Katze hat sich eingeschlichen. Melonen auch oder nicht? Okay. Auch rote Beete vielleicht? Okay. Okay. Ja. Oh, Batman sagt. Mal 11. So. Ja, du hast ja jetzt Möhren, ne? Ich habe jetzt rote Beete. Die normalen Weizensamen einfach. Mhm. Tja. Einfach so hinwerfen eigentlich, ne? Oder lass uns erst schlafen. Ja. Ja, du kannst ja handeln. Ich habe jetzt nichts zum Dingsen. Jetzt habe ich die. Ja, okay. Oh. Verdrückt, sorry. Ich wollte ihn nur rauslassen. Ich bin in euer Bett. Ach, Junge. Sorry, wollte ich nicht. Hauptsache, der hat das alles eingesammelt am Brot und so. Ja, muss ja hier nur deins abbauen, dann ja, hast du ja gemacht. Ja, früher war es. Ja, musst es am Tag jetzt sonst machen. Oder du sammelst. Ja, du pflanzt es erst ein. So. Ein Feld nur Kartoffeln, ein Feld nur rote Beeten. Gut, ich habe jetzt nicht so viele rote Beete mitgenommen, aber. Muss uns die so halb oder dreiviertel auf. Dann hüpfen sie nicht rein, ja, stimmt. Ja, dann, ja, sonst kommen sie nicht mehr raus, ja.
Machen sie selber rein? Ja, machen sie. Okay. Wollen wir unsere Betten vielleicht wieder unten hinstellen, eventuell? Weil immer hier hochlaufen und dann, ja. Aber sie pflanzen schon mal selber an, ist schon mal gut. Er nickt. Es ist schon interessant, Trophäen zu machen. Ja, die machen schon Kinder schon wieder. Die machen schon direkt jetzt. Ja, Wahnsinn. Du musst die Betten abbauen. Ja, lass das blaue Hüre stehen. Ja, dann hat das Kind schon mal ein Bett, oder? Wo ist denn das Kind? Ist das Kind nicht da? Ist es rein? Nee, hä? Das Kind war nicht da. Ja. Mini-Zombie? Wahrscheinlich von der Außenwand dran, ne? Ja, wir gehen jetzt erstmal hier kurz raus. Oder ich gehe einmal raus. Tägliches Zombiefleisch einmal abholen. Na, ich weiß nicht, ob ich mich mit dem anlegen soll. Ja, der ist halt ziemlich flink. Aber ich darf jetzt so nichts essen, weil sonst kriege ich nochmal Schaden. Glaube ich. Nee. Du meinst, dass ich dass ich mein Leben, also mein Essen komplett runternehme und dann mich nur von dem Zombiefleisch ernähre. War das nicht so? Ja. Eisen irgendwas, ne? Eisen am Magen, ja. Aber geht das auch nur, wenn ich eine Hungerkeule weg habe und das einmal esse? Weißt du das? Ja, okay, mache ich das gleich, wenn ich mal eine Hungerkeule weniger habe. Ein bisschen springen. So, jetzt. Warum hat er. So, jetzt einmal probieren, ob es geht. Ne, ich habe keine Trophäe bekommen. Muss ich den komplett leer machen? Einmal kurz die Hungerleiste. Dann mache ich das jetzt einmal. Ich glaube, mit dem Effekt kriegt man mehr, also dann geht das schneller mit der Nahrung, ne? Also wenn du den Effekt von dem Zombiefleisch hast, meine ich, geht die Nahrung schneller runter, genau. Irgendwie sowas ist es. Jetzt kann ich nicht mehr sprinten, jetzt muss ich nur noch springen. Eigentlich habe ich den getötet. Also, ach so, du meinst Villager. So. Nee, den habe ich nicht getötet.
du hast ihn. Du siehst ihn. So, jetzt müsste ich gleich Schaden bekommen. Dann muss ich komplett voll essen, ne? Mich mit dem Fleisch. Jetzt müsste ich gleich Schaden bekommen. Ja, jetzt habe ich es gerade. Eiserner Magen. Jetzt kann ich mich auch nochmal wieder ernähren. Also, ja, das funktioniert. Also, die Trophäe habe ich jetzt auch. Jetzt leider keine Angel mehr geangelt. Ja. Ich würde sagen, das war es erstmal für Folge 3 von diesem schönen Format. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.